Mit einem Schalter kann ich das Licht ein- und ausschalten, also einen Stromkreis unterbrechen oder schließen. Was mache ich allerdings, wenn ich wie bei einem Treppenhaus zwei Schalter benötige? In diesem Experiment möchte ich das Treppenhauslicht mal zeigen. Was ist besonders beim Treppenhauslicht? Naja, fangen wir erstmal mit einer ganz einfachen Schaltung an. Hier ist eine Lampe, ein Schalter. Wenn ich den Schalter schließe, ist das Licht an. Jetzt habe ich aber im Treppenhaus das Problem. Ich sage mal, es ist was ganz Einfaches. Ich habe einen Keller und ich habe ein Erdgeschoss. Dann brauche ich irgendwie zwei Schalter. Weil, wenn ich was weiß ich im Keller das Licht anmache und bin dann im Erdgeschoss, möchte ich ja nicht mehr in den dunklen Keller dann, wenn ich das Licht ausmache und dann irgendwie die dunkle Treppe hoch, sondern ich möchte es ja oben ausschalten können. Das heißt, ich brauche zwei Schalter, von denen ich das Licht ein- und ausschalten kann. Und das wäre natürlich die erste Idee. Wunderbar. Nehmen wir halt einen zweiten Schalter und schauen, ob wir mit dem irgendwie was anfangen können. Einmal hier, einmal da. Und einmal hier. Und einmal da. So, wunderbar. Meine Lampe leuchtet schon. Zwei Schalter. Funktioniert irgendwie nicht. Ah, aus. An. Funktioniert schon wieder nicht. Also, das Problem ist, wenn beide Schalter offen sind, ist es egal, mit welchem ich einschalte. Sobald aber einer von beiden zu ist, kann ich mit dem anderen nicht ausschalten. Das ist dumm. Also, nächste Variante. Jetzt hatten wir eine Parallelschaltung. Jetzt probieren wir mal die Reihenschaltung. Also, Schalterchen dran. Zack. Zack. Und so, zwei Schalter. Nichts passiert. Ah. Ah, sieht gut aus, aber jetzt ist es blöd. Das hier ist, ja, wenn ich beide Schalter zu habe, kann ich es ausschalten, egal von welchem Schalter. Wenn einer der Schalter offen ist, kann ich es aber bei dem anderen weder aus noch anschalten. Also ich komme hier irgendwie nicht weiter. Die Parallelschaltung ist nichts, die Reihenschaltung ist nichts. Ich brauche tatsächlich eine andere Art von Schalter. Dieses Schalter hier, wenn man sich die anguckt, die haben zwei Anschlüsse. Und die Schalter, die ich brauche, die haben drei Anschlüsse. Das sind sogenannte Wechselschalter. Wie der Name schon sagt, können sie wechseln zwischen zwei, ja, Zuständen. Jetzt probieren wir das einfach mal aus. Ich habe hier meinen ersten Schalter. Ich habe hier meinen zweiten Schalter. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Eben meine beiden Schalter, die waren mit einem Kabel verbunden. Diese Schalter hier werden mit zwei Kabeln verbunden. So. So, da leuchtet auch schon mein Lämpchen. Ich mache das andere Kabel mal schwarz, damit ich es gleich besser erklären kann. So.
Schauen wir mal. Also, Lämpchen, zwei Schalter, diesmal mit drei Anschlüssen. Jetzt leuchtet mein Lämpchen. Das heißt, der Stromkreis ist geschlossen durch das rote Kabel, durch das rote Kabel und dann hier über das schwarze zurück. Oder besser gesagt andersrum, weil es die Elektronen fließen ja von Minus nach Plus, aber ist im Prinzip vom Prinzip her egal. Also hier dann halt so rum, Minus über das rote Kabel zurück. Jetzt könnte ich hier umschalten und die Lampe geht aus. Oder ich kann hier umschalten und die Lampe geht aus. Es ist tatsächlich egal. Und ich kann jetzt hier umschalten und die Lampe geht an. Oder ich kann hier umschalten und die Lampe geht an. Schauen wir mal an, was passiert. Also der Strom fließt hierhin durch das Rote. Kann hier jetzt aber nicht weiter, weil der Schalter nicht geschlossen ist. Wenn ich den Schalter schließe, würde die Lampe angehen. Gehen wir es nochmal durch. Hier kommt der Strom an. Wenn ich den Schalter jetzt betätige, kann der Strom durch das schwarze Kabel, der Schalter ist ja geschlossen, und durch das rote Kabel zurück. Das heißt, durch diese Art Wechselschalter habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mein Treppenhauslicht von oben und unten jeweils ein- und auszuschalten. Es gibt sogar die Möglichkeit, das mit noch mehr Schaltern zu machen, aber in dem Moment, wo ich hier in diese beiden Drähte noch einen Schalter einbauen möchte, brauche ich wieder eine andere Art von Schalter. Das waren jetzt sogenannte Wechselschalter. Hier bräuchte ich jetzt einen Kreuzschalter. Den habe ich leider nicht als Modell. Ein Kreuzschalter ist ein Schalter, wie der Name schon sagt, der entweder das Ganze hier so parallel miteinander verbindet oder über Kreuz miteinander verbindet. Das heißt, dieser Schalter hat vier Anschlüsse. Und Wechselschalter hat drei. Kreuzschalter hat vier und das hier ist ein Öffner oder Schließer, je nachdem wie rum man das sieht, der hat zwei Anschlüsse. Achte auf die Schalter in dieser Schaltung. Es sind keine normalen Schalter, es sind sogenannte Wechselschalter. Diese wechseln zwischen zwei Zuständen. Wenn ich mir den Schalter S1 angucke, im Moment leuchtet die Lampe, der Strom kann fließen. Wenn ich jetzt S1 ändere, geht die Lampe aus. Das Entscheidende ist jetzt aber, egal welchen Schalter ich verwende, ob S1 oder S2, beide Schalter können die Lampe wieder einschalten. Ich erkenne die Wechselschalter daran, dass sie nicht zwei, sondern drei Anschlüsse haben und die Wechselschaltung daran, dass zwischen diesen beiden Schaltern immer zwei Leitungen verlegt werden müssen.